Der Carsten hat mir Folgendes berichtet. Bei ihm waren diese Woche bei seiner Arbeit zwei vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz. Und sie haben eine Gefährderansprache an ihn gerichtet. Eine Gefährderansprache an den Carsten Hempel. Und sie haben dem Carsten erklärt, er sei eine Gefahr für die Ordnung und die öffentliche Sicherheit. Und warum? Es dreht sich um seinen Sohn, den Markus Hempel. Der Markus wurde in Wittenberg vor einem Einkaufszentrum von einem Syrer totgeschlagen. Und sein Vater kämpft seit diesem Zeitpunkt um Gerechtigkeit. Und er möchte, dass dieser Syrer eine gerechte Strafe erhält und nicht nur 2 Jahre auf Bewährung. Er fordert kein lebenslänglich. Er fordert keine schlimmeren Dinge. Er fordert einfach nur eine gerechte Strafe. Und dafür wurde mein Freund, der Carsten Hempel, zur Gefahr erklärt. Für die öffentliche Sicherheit und für die öffentliche Ordnung. Der Carsten Hempel, mein Freund, hat von nie jemand irgendwas gewollt, bis sein Sohn totgeschlagen wurde. Und er will nur Gerechtigkeit, für ihn weiter nichts. Er zieht vor Gericht und fordert diese Gerechtigkeit. Und man hat die Revision abgelehnt, mit keiner Begründung. Und weil er jetzt weitermacht und er wird bis vor den Europäischen Gerichtshof gehen, ist er jetzt eine Gefahr für unsere Heimat. Er wird gleichgestellt mit Terroristen. Er wird gleichgestellt mit Menschen, die hier in Deutschland vergewaltigen, rauben, morden, totschlagen. Er wird gleichgestellt mit Verfassungsfeinden. Er hat mich gebeten, er bittet euch, das publik zu machen, das öffentlich zu machen, dass möglichst viele erfahren, falls er mit irgendwelchen weiteren Repressalien rechnen muss, dass die Menschen Bescheid wissen, was in unserer Heimat, in unserem Deutschland geschieht.